Uhr Mittwoch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Morgen, gleich 10 Uhr. Ich habe den 938 geladen. Noch geladen. Den haben wir in Kaiserslautern aus der Baustelle am City-Quartier. Ja. Ging erstaunlich gut. Konnte sogar vorwärts reinfahren, bin unter einer 3,70 Meter Brücke durch. Ist noch alles dran. Jetzt bin ich hier auf dem Weg nach Hauenstein. Weg nach Hauenstein und geht wieder Hauenstein an die Kirche oben, wo wir schon mal waren. Und ich glaube, da wurden jetzt Sondierungen gemacht, ob irgendwelche Kampfmittel oder Kampfmittelsondierungen gemacht. Und jetzt kommen noch, sind glaube ich noch Fundamente drin, oder? Dürften halt noch nicht raus, weil da, glaube ich mal, ja, weil halt noch kein Kampfmittelsondierung gemacht wurde. Ja, jetzt geht's halt weiter. Jetzt geht's halt weiter. Ich wechsle mal eben die Kamera. Ich habe einen ABS-Fehler, der ging eben los während dem Fahren. Ich weiß es nicht, warum. Auf jeden Fall kann sein, dass meine Fernbedienung jetzt nicht geht. Manchmal ist es so, dass die dann nicht funktioniert. Wäre doof, ne? Und dann müsste ich jetzt hier vorne stehen, könnte das Auto Motor ausmachen. Falls ich lenken müsste. Ja, ich glaube, ich muss lenken. Hin ans Dixie müssen wir. Gucken, ob der Baggerfahrer schon da ist. Danke. Erstmal angucken alles, ob wir noch gut abladen können oder ob da irgendwas gemacht wurde. Thank you.
Kanister stehen hier drin. Hier vorne der Sand wird zu tief sein. Ich fahre mal davor. Bleib mal hier vorne stehen. Angucken. Ich denke, wir werden wieder da oben reinfahren. Gucken wir mal. Ich habe mal den Bauzaun geöffnet oben. Hätte ich können rausstellen, ne? Naja, Profi halt. Wo ich geöffnet habe, werde ich wieder reinfahren. Mal gucken, ob es geht. Muss gehen. Gibt keinen anderen Weg. Wie es aussieht, hat sich nichts getan hier. Meine ich hätte gehört, dass hier sondiert werden sollte, aber ja, ich wollte den Zaun noch ein bisschen öffnen hier. Ne? Das wollte ich noch machen. Vergessen, den Kopf. Reicht. Das könnte auch reichen. So. Wieder so weit reinfahren, dass hier jemand vorbeikommt. Thank you.
die Kamera war leer in Hauenstein. Kurz bevor wir alte Bagger runtergefahren haben, hat es gepiept, dann war sie leer. Ja. Das erste Mal konnte ich halt auch nicht abhängen, weil der Bolzen auf der rechten Seite zwischen Tiefbett und Schwanenhals, der ging nicht auf. Der war irgendwie. Ja, keine Ahnung. Es ging halt nicht. Nur hatte ich da einen Denkfehler. Ich habe die ganze Zeit versucht, die Beifahrerseite zu heben. Ich hätte müssen die Fahrerseite heben, dass der auf der Beifahrerseite tiefer kommt. Wenn ich drüben hochhebe, wenn ich auf der Beifahrerseite hochhebe, kriegt er ja noch mehr Druck vorne. Naja, egal. Bin ja dann noch mal ein Stück zurückgefahren, habe mich ein bisschen anders positioniert und dann hat ja alles geklappt. Jetzt bin ich Richtung Schneeberger Hof, da bin ich 5-6 Minuten mitgeräumt. Ja, da steht Planierraube 926 kompakt, Walze. Ja, mal gucken, ob ich das alles fahre oder ob der Kollege da ist. Jetzt habe ich ja noch die Vierachse hinten dran hänge. Augenblick, muss ich mal rufen. Komm vom Forsthaus in Richtung Baustelle runter. Dann. Aber hier wird anscheinend gefahren, weil hier sind noch oder ist das der Dreck von der ganzen Woche? Keine Ahnung. Habe ich noch die Vierachse dran? Damit kann ich eigentlich nur vernünftig den Bagger fahren. Die Walze geht noch. Für die Raube müsste ich schon wieder Holz unterbauen, rechts und links. Worauf ich nicht wirklich Bock habe, aber ich gehe davon aus, dass es genauso kommt. Wenn der Bagger schon weg ist und die Walze noch steht, dann lade ich erst die Walze, fahre die nach Hause und sattel dann um. Da muss ich jetzt die Walze laden. Ich kann sonst nichts laden. Planierraube ist bescheiden. Da läuft doch jemand von uns. Bagger vielleicht doch noch da. Steht er irgendwo dahin? Mach mal den Bauzaun auf. Okay. Doch niemand von uns. Von uns wird der Firmenname draufstehen hin. Augenblick. Ob ich rückwärts reinfahre. Weiß nicht, ob ich da oben drehen kann oder nicht. Ob ich da drehen darf. Ich denke mal schon, oder? Der letzte sein, der hier durchfährt. Alter, was ist denn jetzt? Komm. Ich heb mal ein bisschen hoch. Fährt keiner, ne? Oder ist keiner gefahren. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt die ganze Planung kaputt war. Aber hier werden ja eh noch. Gehe davon aus, dass hier Fundamentstreifen ausgebaggert werden. Ich fahre im großen Bogen. Ja,
muss ich jetzt die Walze laden. Also fahre ich dann auf alle Fälle nach Hause. Ich gehe davon aus, dass ich dann später noch die Kehrmaschine hole. Gibt halt ein paar Spuren. Halt ein paar Spuren. Jetzt fahre ich die Walze drauf und dann sind die Spuren auch schon so gut wie wieder weg. Wie gesagt, die Raupe, die ist halt nicht das lichte Maß zwischen der Ketten. Ja, meine Baggerbrücke ist nicht viel, vielleicht 2 Zentimeter, 3 Zentimeter breiter. Da stehen die Ketten, stehen innen halt, weiß nicht, 2-3 cm auf. Keine Ahnung. Morgen. Das ist Wahnsinn, oder? Es ist schon wieder Donnerstag. Heute ist der 14. oder 15. 14. oder 15.11. Ich weiß es gar nicht genau. Alter, noch 5 Wochen arbeiten. 5 Wochen und in der 6. Woche ist schon wieder Weihnachten.
Zeit rennt, es ist brutal. Allein komm, du hast doch Vorfahrt, der Vater. Ob er zum ersten Motor fährt. Ich habe die Planierraube noch geladen. Fahre ich jetzt hier hoch auf unseren Lagerplatz. Gehe davon aus, dann werde ich noch eine Walze bringen. Dann weiß ich es nicht. Dann weiß ich nicht, was da noch kommt heute. Vielleicht ist Ludwigshafen der Bagger schon fertig. Vielleicht Rammstein. Rammstein räumen, was ich gestern schon gesagt hatte. Das könnte fertig sein. Keine Ahnung. Mache ich das jetzt mal. Mal gucken wir mal, was da kommt. Irgendwas wird schon kommen. Abwechslung regnet es mal heute. Hatte man schon lange nicht mehr. Auf der einen Seite gut, das Fahrzeug wird der Unterboden wird wieder relativ sauber, dreckfrei. Ja. Sauber nicht, aber halt das, der ganze Schmodder, der da dran hängt, der geht weitestgehend ab. Jetzt da vorne mal zwei Reifen drauf gelegt auf die Haken. So, wieder. Was ist denn jetzt los? Hopp. Okay, Blödsinn. Ihr Blödsinn, Kollege. So, hat er jetzt Gewicht? Da hinten, da hat er Gewicht. Das ist der vorne. Naja. Mal gucken, ob wir hochkommen.
ganz große geholt habe an der Pfaff drin, da war es auch nass, ja, gerade angefangen zu regnen, die ist nicht hochgefahren. Die hier war, ja, weiß nicht, normalerweise fahren die immer hoch, egal welches Wetter. Wie gesagt, hat man da vorne das Torreibe drauf, weiß nicht, ob man was erkennt. Normalerweise fährst du relativ langsam dran. Ja, wenn die merkt, dass dann Widerstand kommt, dann gibt die, genau, okay, muss die Rampe holen. Sie ist drauf. Hey. Beziehungsweise lade jetzt hier die Teleskopbühne. Die fahre ich nach Mainz-Budenheim runter. Und dann fahre ich über Wolfstein, KOB, dort steht ein Bagger, den bringe ich mit nach Hause. Rein in die Halle, die Hebebühne steht da vorne. Die lade ich jetzt auf. Wie gesagt, Budenheim. Dann über Wolfstein zurück. Boah, ist ein kleiner Ritt. Ich soll jetzt mal noch Richtung Landstuhl fahren, weil der Bagger dort auf der Baustelle wahrscheinlich defekt ist. Falls er doch geht, bringe ich den Bagger wieder mit nach Hause. Wenn er nicht geht, dann
lade ich den halt ab dort. Vielleicht kriege ich auch gleich einen Anruf. Na, auf der Baustelle bräsiert. Da stehen schon die, oder wollen die Folgegewerke quasi, wollen schon loslegen. Wie immer. Der Bagger steht da unten drin. Eieieiei, ich muss da. Bleib hier mit auf der Hauptstraße stehen. Den Bagger seitlich ab. Aber erstmal gehe ich rein fragen, ob der wirklich hier bleibt oder nicht. Weil so wie es aussah, hat der Bagger gearbeitet. Am Heck. Morgen haben wir es. Sollte eigentlich umsatteln, aber das mache ich nicht. Ich fahre mit meinem Dreiechser, lade jetzt hier im Hof, lade ich 926 kompakt und den geht rüber nach Alsenborn. Ja. Sollte der Rampe tief Lader nehmen, dass ich dann mich quasi quer wieder auf die Straße stelle, aber das klappt eh nicht, weil ich weiß, dass die Straße dort nicht so breit ist, dass ich beide Rampen in das Baufeld kriege. Und er lässt sich nicht mehr so gut fahren. Darum. Und da es da auch stellenweise eng ist, ja, da fahre ich lieber mit meinem kurzen. Und
Nein. Schauen wir mal, wie das wird. Danach weiß ich nicht. Danach weiß ich nicht. Wir müssen beim Abladen müssen wir halt natürlich Bretter legen. Mal gucken, vielleicht fahre ich auch seitlich runter. Entscheide ich, wenn wir dort sind. Wenn ich sehe. Erstmal fahre ich zu Hause vorbei tanken. Was heißt zu Hause? Bei uns an der Tankstelle. Dann fahre ich runter nach Ingelheim, hole den 29 Radbagger und den fahre ich rüber nach da, wo ich gestern die Hebebühne hingefahren habe. Da fahre ich den hin. Meine Fresse, ey. Warum gehst du ständig aus? Gibt's doch gar nicht. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich durch den Ort fahren soll oder ob ich hier vorne drehe. Thank you.
der Hauptstraße. Umleitung sein für LKW, ne? oder beziehungsweise keine Umleitung, sondern soll jetzt die Streckenführung sein für die LKW, die hier hinter ins Industriegebiet möchten. Das können auch einen Meter breiter halten. Das geht ja, es lässt sich ja alles fahren, aber wie gesagt, vom Platz her hätte man das können alles auch ein bisschen breiter halten. Also diese Straße ist in noch keinem Navi drin. Ich muss jetzt gerade mal gucken, bevor ich hier gerade was Falsches erzähle. Also auf Google ist sie noch nicht drin. Mal hier ist sie. Hier ist sie auch nicht drin. Hier fährst du auch noch durchs Grüne, durch die Walachei. So, jetzt muss ich mal gucken, wenn da vorne, wie gesagt, wenn da wieder frei ist, hinter den Pflanzkübel fahr ich rein, wenn nicht, bleibe ich hier draußen stehen. Brauche ich nicht, ich kann da vorne auch nicht parken. Bleib hier stehen. So, da reicht mir das doch vorne dran. Das Fahrzeug, das hier steht, wenn der gleich wieder wegfahren sollte, geht lang, nur immer bleiben hier stehen und laden ab. Ist ja ein Radbagger. Das Band springt nicht an. Vorne das
wie gesagt, das passt besser, die große Siebanlage passt besser auf der Rampe Tieflader drauf. Lade jetzt hier das Band. Besser wie nichts. Aus und geht nicht mehr an. Super, Freitagmittag. Ich könnte kotzen, ey. Ja, 16 Uhr haben wir es. Katastrophe, echt. Wahnsinn. Wahnsinn. Die Tür hat, neben wo die Bedienhebel sind, hat die ist nach hinten aufgeschlagen, als ich auf der Tiefleiter gefahren bin. Hat Not aus. Ja, hat dann die Maschine ausgemacht. Das habe ich alles gesehen, habe ich alles gemerkt. Und danach ging der Not aus irgendwie nicht mehr. Weiß nicht, wie man sagt, rein, raus, keine Ahnung. Immer mit der Werkstatt telefoniert, gemacht, getan. Einfach mal, ne, das hilft immer. Und irgendwann war dieser Fehler weg und die Mühle ist angesprungen. Nimm an, dass wir jetzt den Schalter tauschen werden. Keine Ahnung. Ja, das muss ja noch sein. Alle Richtung. Mein Ständer wieder aufstellen. Ich fahre jetzt auf alle Fälle nach Hause, lade das noch ab und dann ist definitiv Feierabend für heute. Ich habe morgen komme ich in die Firma, werde Dolly dran hängen, gucken, vielleicht fühle mich das mal ausgiebig, wirklich ausgiebig. Ja, dass ich das Anhängen mal, das Anbauen und das Anhängen immer filmen, weil wenn irgendjemand oder wenn mal irgendwas sein sollte mit mir, keiner kann das Ding wirklich bedienen und dann kann man hier wenigstens, dahinter lasse ich wenigstens was für die Ewigkeit. Ja, für heute mache ich aber Schluss. Ja, habe ich die Abschussbasis geladen. Wie gesagt, mache ich jetzt noch leer und dann Feierabend. Dann mache ich das morgen.
Also auch Autos waschen, muss man wieder fett dran drücken, weil es wird ja nur gefahren. Keiner guckt mal. So, zurück, die Reifen noch ein bisschen sauberer werden. Fernbedienung aus. Alter Schwede, ey. Ja. So, ich schweife schon wieder ab. Ne? Ich bin schon wieder in der Stratosphäre. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bleibt gesund und Spaß. Haut rein. Bis dann. Ciao.